Okay, genug gewartet. Hier unser neues Race Corner Projekt. Hallo zusammen. Wie der Titel vermutlich verrät, habe ich uns ein neues Auto gekauft. Und mit uns meine ich auch euch, denn das Auto wird euch auch betreffen oder kann euch definitiv betreffen. Und eigentlich habe ich da etwas gemacht, wo ich mir ganz fest vorgenommen habe, das nie wieder zu tun. Nämlich ein Auto im absoluten Serienzustand zu kaufen und es komplett umzubauen. Das habe ich ja mit dem Z4 damals gemacht und das ist auch alles hier auf dem Channel dokumentiert. Und ich habe das Auto mit so viel Verlust verkauft, dass ich gesagt habe, das kann ich auf Dauer nicht machen. Das geht nicht. Hat lange gehalten. Ich habe es wieder getan. Das Auto, welches ich euch gleich zeige, ist natürlich im absoluten Serienzustand und wird komplett umgebaut. Habe ich lange nicht gemacht. Also ich hatte lange kein eigenes Auto. Warum? Nachdem ich den Z4 verkauft habe, kam mir ein anderes Projekt in die Quere, welches auch auf diesem Channel hier komplett dokumentiert wurde und noch dokumentiert wird. Also die Geschichte ist eigentlich mehr oder weniger am Anfang. Und zwar haben wir spontan ein Rennteam gegründet, haben ein Auto gekauft, es nach Reglement aufgebaut, Rennlizenzen gemacht und starten jetzt bald unser erstes offizielles Rennen. Das findet ihr unter der Playlist Racing. Und ja, worum geht es hier noch auf dem Channel? Ja, wir sprechen ganz viel über Technik und Bauteile und die Hintergründe dieser Bauteile. Das findet ihr in der Playlist Basic Talk. So, das ist einmal für die Neuen, die frisch dazugekommen sind, dass ihr so ein bisschen in den Playlists zurechtkommt. Und es wird da eine neue Playlist geben. Ich weiß noch nicht genau, wie sie heißt. Wie Fahrschulauto oder Race Corner Academy, irgendwie sowas. Jedenfalls habe ich euch ein Fahrschulauto gekauft und ich werde dieses Auto aufbauen, damit ihr damit auf der Rennstrecke fahren könnt. Der Hintergrund dieser Idee dazu gab es bereits ein Video, das werde ich in der Beschreibung einmal verlinken oder im Laufe des Videos wird hier so eine Infokarte aufpoppen. Dann könnt ihr euch das in Ruhe anschauen. Das will ich euch nicht nochmal erzählen, weil die, die es wissen, die möchte ich jetzt nicht langweilen. Jedenfalls wird das ein Auto für euch, ein Auto, welches ich für Trackdays baue und unser letzter Trackday, wir haben den Trackday am Bilzer Berg veranstaltet, TCI Motorsport und ich. Und dieser Trackday hat mich in meinem Vorhaben absolut bestärkt. Ja, wir haben da ein paar Taxifahrten gemacht und die Mädels und Jungs, die da mitgefahren sind, die hatten danach so Bock selber zu fahren, da dachte ich, alles klar, wir werden dieses Projekt definitiv zu 100% durchziehen. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, um welches Auto es geht. Ich werde es euch sofort zeigen, aber wir machen einen ganz kurzen Cut, und zwar drückt ihr jetzt auf Pause, nein, nachdem ich diesen Satz jetzt zu Ende gesprochen habe, drückt ihr auf Pause und schreibt in die Kommentare, was ihr glaubt, welches Auto es sein wird. Ja, also gleich auf Pause drücken, kurzen Kommentar schreiben, bevor ich euch das Auto zeige, und ich garantiere euch, also ausgenommen natürlich diejenigen, die es bereits wissen. Es gibt eine Handvoll Leute, die wissen bereits, was für ein Auto es ist. Ein paar Leute haben es sogar vor meiner Haustür gesehen, habe ich durch diverse Kommentare dann erfahren. Also ihr müsst euch bitte zurückhalten und ich garantiere euch, alle anderen, die es nicht wissen, ihr liegt falsch. Ihr werdet nicht erraten, welches Auto es ist. Und das Auto wird, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr coole Geschichte haben. Also, kurz auf Pause drücken, schreibt in die Kommentare, was ihr meint, welches Auto es sein könnte. Was könnte sich als Fahrschulauto eignen, dass man wirklich ein paar Leute an die Hand nimmt und auf der Rennstrecke fahren lässt. Und kurz darauf werde ich es euch sofort zeigen. Gut, dass ich hier in Real Life gerade eine kurze Pause gemacht habe, um vermeintlich auf einen Kommentar zu warten, was nicht ganz in Haut. Okay, genug gewartet. Hier unser neues Race Corner Projekt. Ein hässlicher BMW 1/14i. Bitte nicht wegschalten, die Geschichte wird echt noch gut. Versprochen. Es ist tatsächlich ein 1/14i und abgesehen davon, dass er so dreckig ist, weil ich hier gerade ein bisschen Rallye gespielt habe und die Schotterpiste hoch und runter und ein bisschen quer gefahren bin. Aber versprochen, wenn er sauber ist, ist er
immer noch hässlich. Ich wollte gerade einen kleinen Carporn machen, aber dann dachte ich mir, das lassen wir besser einfach wieder. Und wir werden auch in der nächsten Folge eine Bestandsaufnahme machen. Wir machen eine Bestandsaufnahme, wie fährt sich das Auto, wie sieht es von innen aus, von außen aus. Ich werde euch einmal alles zeigen, bevor wir anfangen und das Ganze auseinanderreißen. Aber jetzt erstmal zu der Geschichte und warum ich mich für dieses Auto entschieden habe. Weil normalerweise einen 1er, da denkt man sich, okay, einen 1,35i, einen 1,40i, richtig Bums. Nee, das Auto hat, abgesehen davon, dass es nicht so schön ist, dafür hat es aber wenig Leistung. Was aber nicht schlimm ist, denn wenn wir mit diesem Auto fertig sind, wird es nicht nur unfassbar schön und gut aussehen, sondern es wird auch sackschnell. Was habe ich vor? Das soll ein Sub 8 BTG Auto werden. Für die, die nicht im Thema sind. Nordschleife, BTG, unter 8 Minuten. Mit einem 1,14i. Und zwar mit standfester Leistung. Ja, was es damit auf sich hat, werde ich euch noch erzählen. Und das ist der eine Grund. Das wird ein Nordschleifenauto, womit ich ganz viel auch Nordschleife fahren möchte. Diese unter 8 Minuten werde ich vielleicht nicht fahren, weil mir ein bisschen die Erfahrung fehlt. Aber die Erfahrung möchte ich mit diesem Auto auf der Nordschleife sammeln. Zweiter Punkt war eigentlich der erste Punkt. Es wird euer Fahrschulauto und für den Fahrschulauto brauchst du, denke ich, keine 340 plus PS, um zu lernen auf der Hinterachse. Dritter Grund, ich möchte das Potenzial dieses Autos aufdecken, denn dieses Auto hat unheimlich viel Potenzial, was viele nicht wissen und vor allem auch der Motor. Das machen wir zusammen mit 55 Parts, die mir nebenbei bemerkt einmal die Idee gegeben haben, beziehungsweise die Initiatoren waren, dass ich mich mal umschaue und dem Auto ein wenig Aufmerksamkeit schenke. Naja, das ist draus geworden. Vielen Dank. Und der vierte Punkt, oder fünf, ich habe mich verzählt, das Ding wird ein Pendant zum Mini John Cooper Works. Der Mini ist ein ganz beliebtes Track-Auto, wird auch ganz gerne zu einem Track-Tool umgebaut. Aber gibt es eigentlich ein Pendant dazu mit in etwa der Motorisierung, in etwa der Leistung und in etwa der Gewichtsklasse als Heckantrieb? Ich denke nicht, aber bald schon. Und als allerletzten Punkt möchte ich allen einmal zeigen, dass man keine Waffe oder kein Leistungsmonster braucht, um auf die Rennstrecke zu fahren und um auch dort Spaß zu haben und schnell zu sein. Denn ich glaube, ich werde es schaffen, dass dieses Auto wirklich sehr, sehr, sehr schnell wird. Ja, ich spucke sehr große Töne. Das heißt, der Druck ist da und die Motivation ist da und das wird ein klasse Umbau. Ich werde euch mitnehmen bei jedem einzelnen Umbauschritt. Was wir grob machen werden, sage ich euch schon mal. Natürlich werden wir uns auch an die Optik des Fahrzeugs machen. M-Paket, Stoßstangen, vorne und hinten sind bestellt und schon beim Lackierer. Jetzt wartet ihr darauf, dass ich diesen Stein aufs Auto werfe, oder? Nein. Also, ich meine, schön ist das Auto nicht, aber ich werde es nicht mit dem Stein bewerfen. Okay, nur da, wo schon Kratzer sind. Felgen sind bestellt. Um Reifen muss ich mich noch kümmern. Big Brake, vorne und hinten kommt eine fette, fette Bremse drauf. Schalensitze, natürlich. Überrollbügel oder Käfig. Hinten, wie gesagt, auch die Stoßstange. Auspuffanlage, Spoiler, definitiv. Fahrwerk, das Auto kriegt ein richtig gutes Fahrwerk und Leistung. Gibt es nicht in diesem Kfz. Leistung, absolute Mangelware bei diesem Kfz, aber da wird uns 55 Parts helfen. Downpipe, Abgasanlage, Software, Upgrade-Lader, eventuell. Wir schauen, ob wir an die rein müssen, aber da werde ich euch noch alles ganz in Ruhe in einer eigenen Folge erzählen. Zum Interieur hatte ich bereits erwähnt, Schalensitze kommen definitiv rein. Dann wird das gesamte Auto leergeräumt. Ein bisschen Alcantara hier und da und und ein Shortshifter natürlich, der darf auch nicht fehlen. Und natürlich ein Differential. Ich werde das Auto kürzer übersetzen, damit es untenrum mehr Bums hat. Ihr seht schon, ich habe unheimlich viel vor und ich werde jeden einzelnen Schritt, äußerst unprofessionell, wenn man ein Stativ hier sieht, aber ich werde das Ganze natürlich Step by Step dokumentieren. Und zwar werde ich es so dokumentieren, dass ich sag mal die Neulinge verstehen, was sie da fahren, was ich verändert habe und warum ich es verändert habe, damit sie diese Veränderungen dann im Nachgang auch wirklich erfahren können auf der Rennstrecke. Ja, ich freue mich total auf das Projekt. Ich bin gespannt, was ihr sagt, was ihr davon haltet. Dieses kleine Auto hat wirklich sehr viele Aufgaben. Schnell sein auf der Nordschleife, euch das Fahren beibringen und.
Ich freue mich. Also es wird, ich denke mal, so ein wöchentliches Update geben, neben unseren eigentlichen Projekten. Aber als nächstes ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig unser erstes Rennen. Am 25. Oktober fahren wir unser erstes Rennen mit unserem Rennteam in Oschersleben. Und unser neues Team, beziehungsweise auch den Teamnamen, werde ich nächste oder übernächste Woche releasen. Und ich freue mich auf alle, die dabei sind und diesen Channel verfolgen. Vielen Dank und auch an die ganzen Partner, die uns unterstützen werden bei diesem Projekt und auch bei allen anderen Projekten. Ich werde jetzt noch ein bisschen Ken Block spielen und hier ein bisschen Rallye fahren. Ihr seht ja schon die ganzen Striche da unten. ja, einen schönen Abend euch. Danke fürs Zuschauen. Ciao.